Willkommen zum Tutorial Links einfügen. In diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in einem Inhaltselement im Texteditor einen Link auf eine andere Seite, auf ein Dokument einfügen können. Dafür benutzen wir wieder das Modul Seite, wie so oft, und wählen dann in der nächsten Spalte die Seite aus. Ich erstelle jetzt hier ein neues Inhaltselement. Und zwar vom Typ normaler Text. Und wenn wir hier auf den Reiter Text klicken, dann sind wir im bekannten Editor, im Texteditor, wo wir diesen Link jetzt einfügen können. Ich klappe diese Spalte zu, damit man den Editor besser sieht. Als erstes schreibe ich hier jetzt einen Link Text. Dies soll jetzt der Text sein, welcher dann auf der Webseite von den Besuchern angeklickt werden kann und sie dann auf die gewünschte Seite oder das gewünschte Dokument verlinkt werden. Ich markiere also den Text und es geht jetzt also hier um diesen Button, der Link einfügen heißt. Wenn ich den anklicke, dann öffnet sich ein neues Fenster. Hier haben wir das Fenster. Und es gibt jetzt vier Arten von Links, welche ich erstellen kann. Die erste Art, das ist, wenn ich auf eine Seite innerhalb von meiner Webseite verlinken möchte. Die zweite Art von Links, das ist ein Link auf eine Datei, wenn ich zum Beispiel ein PDF zum Download anbieten möchte. Dann haben wir als dritte Art von einem Link der Link auf eine externe URL. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Linkseite erstellen möchte und die Besucher dann auf meine Lieblingslinks weiterleiten möchte. Und die vierte Art von Links, das ist eine E-Mail. Da können die Leute dann draufklicken und es öffnet sich ihr Mailprogramm, wo sie mir dann eine E-Mail schreiben können. Beginnen wir jetzt einmal mit der ersten Art, das ist diese Seite. Es gibt jetzt bei allen diesen vier Arten von Links eigentlich zwei wichtige Felder, die jeweils ausgefüllt werden müssen. Das erste ist das Feld Ziel. Hier gibt es zwei verschiedene Optionen, welche man reinschreiben kann. Das erste ist Underline Blank. Und das bedeutet, dass wenn jemand auf den Link klickt, dass sich der Link in einem neuen Browserfenster öffnet. Dass also die Webseite, wo man gerade ist, offen bleibt und der Link in einem neuen Fenster geöffnet wird. Die zweite Art ist dann Underline Self. Wenn ich das hier reinschreibe, dann wird der Link im gleichen Fenster geöffnet. Das heißt, ich entferne mich von der Seite, wo ich dann war und habe den Link dann im gleichen Fenster geöffnet. Das zweite Feld, das man ausfüllen kann und sollte, ist das Feld Titel. Da kann ich jetzt einen Text reinschreiben und dieser hat folgenden Zweck: Wenn jemand mit dem Cursor auf den Link fährt und dabei darauf stehen bleibt, dann wird ihm quasi als Tooltip, als kleiner Text eingeblendet, wohin das dieser Link führt. Es sollte hier also eine Beschreibung des Links reingeschrieben werden. Wenn ich diese zwei Felder ausgefüllt habe, dann kann ich hier unten, da sehe ich meinen Seitenbaum, da kann ich auswählen, auf welche Seite von meiner Webseite dass der Link gehen soll. Wenn ich da drauf klicke, dann sieht man, dass der Link jetzt hier eingefügt wurde. Wenn ich das jetzt abspeichere und auf die Seite gehen würde, dann könnte ich auf diesen Linktext klicken und würde dann auf meine interne Seite, die ich ausgewählt habe, weitergeleitet werden. Ich zeige jetzt aber noch die anderen Arten von Links. Ich öffne also nochmals das Fenster Link einfügen. Jetzt haben wir gesehen, wie man einen Link auf eine Seite erstellt. Das nächste wäre eine Datei. Auch hier haben wir wieder die zwei Felder Ziel und Titel, die ich einfügen kann. Und anstelle des Seitenbaums haben wir jetzt hier einen Verzeichnisbaum. Das ist unsere Ordnerstruktur, in der wir unsere Bilder und PDFs gespeichert haben.
Auch hier ist es wieder so, dass zuerst ein PDF beispielsweise über die Dateiliste auf den Server geladen werden muss. Das kann ich dann mit dem jeweiligen Ordner hier auswählen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein Füllbild verlinken möchte, dann wähle ich hier das Füllbild und oder klicke hier drauf und das Füllbild wird dann eingefügt als Link. Die dritte Art von Link öffne ich nochmal das Linkfenster. Das wäre dann eine externe URL. Das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ich schreibe hier www.irgendwohin.ch, also die Internetadresse, habe hier wieder die bekannten Felder Ziel und Titel und klicke dann auf Link setzen und der Link auf die externe Webseite ist eingefügt. Und schlussendlich, um nochmal den Button zu klicken und unser Linkfenster zu erhalten, ein Link auf eine E-Mail. Da kann ich hier eine E-Mail-Adresse schreiben, hineinschreiben, zum Beispiel test@test.ch. Wenn ich dann den Link setze, dann öffnet sich beim Klicken auf diesen Text ein Mailprogramm und man kann die jeweilige E-Mail-Adresse dann ein Mail schreiben. Das wären die vier Arten von Links, wie Sie die einfügen. Wie immer am Schluss das Ganze abspeichern und schon ist man eigentlich fertig und hat den Link auf der Seite eingefügt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.